Wir machen eine Übung Oberkörper, eine Übung Unterkörper und gehen dann in den Chor. Okay? Erste Übung, kipp aus der Hüfte nach vorne, Daumen nach oben und dann ziehst du die Schulterblätter zusammen und tief. Steig mit ein, wenn du ready bist. Beug die Knie ganz leicht, genau, super. Und du musst deinen Bauch fest anspannen, damit du deinen unteren Rücken stützen kannst. Wir machen es nur 30 Sekunden. Schultern weg von den Ohren und die Schulterblätter zueinander ziehen. Super. 30 Sekunden hier, dann kommt Unterkörpertraining. In 3, 2, 1. Puls, zweimal im Lunge und dann wechselst du. Oder, Henna, zeig dir die easier Variante. Und dann machst du einfach nur einen Schritt nach hinten. Halt die Brust stolz. Mach den Bauch super fest. Gut. Und drück dich aus deiner vorderen Ferse ganz weit nach oben. Gut. Das ist der Unterkörper. Dann kommt jetzt gleich unser Bauchtraining. Die Übung kennst du aus dem Warm-up. Komm nach unten in eine Plank. 20 Sekunden hier. Eine herabschauende Hund. Und Plank. Super. Schieb die Hüfte hoch, die Hände ganz fest in die Matte. Genau. Super. Jedes Mal, wenn du vorkommst und die Schultern über die Hand bringst, Bauch fest. Und dann haben wir es schon geschafft. Setz die Knie ab, schüttel dich kurz aus. Das war Block 1. Und wir machen den einfach nur noch einmal. Zwei Runden, dann haben wir den schon. Gut, du kennst die Übungen. Runde 2. Komm nach oben. Wenn du merkst, du bekommst irgendwie Stress im unteren Rücken durch das Halten, komm nach oben und schüttel dich kurz aus, okay? Aus der Hüfte vor. Brust super stolz. Daumen hoch, weil wir haben Spaß und wir fühlen uns gut. In 3, 2, 1. Let's go. Daumen hoch. Jawohl. Sehr gut. Entspann den Nacken und zieh richtig schön die Schulterblätter zusammen. Ja, stell dir vor, ich habe meine Hand oder mein Gesicht zwischen deinen Schulterblättern. Du darfst das mal richtig schön zusammendrücken. Gut, 10 Sekunden mehr. Lange Wirbelsäule. Letzten Sekunden. 3, 2, 1. Schnauf kurz durch. Und dann gehen wir in den Lunge-Puls. Ready? Let's go. Puls, Puls und Switch. André zeigt dir die Variante mit dem Puls und Henna macht einfach nur einen Schritt nach hinten. Genau, gut. 30 Sekunden hier, letzte Runde in den Lunges. Schöner Push aus deiner vorderen Ferse, genau hier. Super, 10 Sekunden. Gut. 3, 2, 1, Plank to Down Dog. Also 20 Sekunden. Push und Plank. Hier geht es wirklich um Kontrolle. Ganzer Körper. Genau. Okay. Alles fest. Und mir fällt jetzt hier gerade was Verrücktes ein. Pause. Wisst ihr, was ich mir gerade dachte? Die haben das irgendwie noch so easy locker gemacht. Ich glaube, wir machen eine dritte Runde, oder? Yes, hast du Lust? Machen wir eine dritte Runde? Dritte Runde, du kennst die Übungen. Versprochen, dass es jetzt die letzte ist, okay? Ob sie mir noch vertrauen? Gib aus der Hüfte vor, Bauch fest. Letzte Runde, 30 Sekunden. Und let's go, Daumen hoch. Dir geht's immer noch gut. Schulterblätter zueinander. Jedes Mal, wenn du merkst, oh, der Bauch lässt nach, schüttel dich aus, das ist vollkommen okay. Super. Vertraust du mir noch? Schon, oder? Schön nochmal ziehen. Gut, letzten Sekunden. 3, 2, 1. Kurz ausschütteln. Und dann kommen wieder die Beine. Es ist kurz, oder? Es fühlt sich gut an. Letzten 3, 2, 1 und wir gehen in die Lunges. Ja, gut. Langsamer, schneller, du entscheidest, ja, dein Training. Du
Du entscheidest, wie tief du gehen möchtest, ob du eher oben bleiben möchtest. Die Hannah geht richtig tief, super. Gut, 10 Sekunden noch. Und die letzten 3, 2, 1. Unsere Core-Übung, Plank und Down Dog. Maximale Kontrolle, wenn du dich hier in die Plank schiebst. Schieb die Hände ganz, ganz fest in die Matte. Push und push. Oh, super. Entspannen und anspannen. 3, 2, 1 und entspann dich. Setz die Knie ab. Gut. War okay die dritte Runde, oder? Ich glaube, das verzeihst du mir.